Moin moin meine lieben Freunde, wir sind's wieder, Mario und Güni hier bei Mario und Günis Forst Imperium. Peppi haben wir jetzt rausgeschmissen. Ehrlich? Wunderschönen guten Tag erstmal. Peppi haben wir wirklich rausgeschmissen? Nee, kann ich nicht machen. Das heißt, ich habe jetzt 66,6%. Ihr habt den Peppi rausgeschmissen? Ja, wie soll das aber werden bei Schnäppler? Dann wäre er 33% frei, oder? Ja, wir hätten sparsame 3,3% übrig. Leute. Ganz was kurz, denn? Aber ein Witz. Peppi ist der raus, Peppi, wir machen der jetzt Peppi ein Fest. Der Peppi hat sich einen Splitter gezogen, der ist beim Arzt. Wo, was hat er gezogen? Der hat sich einen Splitter im Finger gezogen. Ja, doch schon durch die Nase. Er ist also, jetzt beim Arzt. Naja, macht man auch nicht. Splitter. Der ist beim Arzt? Der ist beim Arzt. Der eitert wohl? Ja, ja, der hat bei mir angerufen, hat sich heute Morgen krank gemeldet. Ne, ganz großes Kino. Naja, Günther, da kannst du ja heute mal ein bisschen was arbeiten, ne, zur Abwechslung. So, pass auf, lange Rede ohne Sinn. Guck mal, unsere Straße geht schon ganz gut voran. Ich warte mal den Häcksler. Ich würde. Was ist denn los? Bist du noch ein bisschen müde nach dem Frühstück? Bisschen? Ich sag mal, das ist aber auch nicht normal, wenn du zu Frühstück isst, oder? Warum? Was denn? In Berliner. Zwei belegte Brötchen, drei Spritzringe, vier Eier, gehart gekochte und alles. Günther, das ist normal. Anderthalb Liter Fanta, ein Liter Sprite und. Also ich weiß nicht, ich würde auseinandertreiben, Junge. Fanta ist doch dasselbe wie Orangensaft, nur mit Kohlensäure. Ach ja, und Orangen waren ja gesund, ist ja Obst. Genau. Ja, da hast du wieder recht. So, du, Reto. Ja? Ich würde mal den Häcksler mal ganz kurz hinter dich fahren, gell? Da kannst du einfach rumschwenken, kannst das Ding oben einwamsen. Ja, mach das. So, und Günther? Was war denn das? Günther, der ist schon abgeschnitten. Brauchst du einen Untersetzer für dein Glas am Mittagstisch oder was? Na ja, komm. Pack dir einen, den Untersetzer, ja. Das kann Günther, ich mir jetzt selbst nicht erklären. Du kannst, ach, du willst den Baum umsingen? Der ist schon geschnitten. Ja, aber warte mal, der Baum ist doch schon einen Meter weg von seinem Stamm. Ja, das ist gut. Ich bring das mal weg. Ja, nee, warte hier am besten. Warte hier, schon den Häcksler. Ich fahr rückwärts. Schöner Untersetzer auf jeden Fall, kann man nichts sagen. Ja? Du bist ja trocknen lässt und ein bisschen lackierst. Hättest du ja auch mal freundlicherweise mir einen mitmachen können. Ja, aber nichts mal. Haben wir nicht immer die Abdrücke auf dem Tisch. Von den Gläsern. Die ihr aufgehört habt. So, gut, pass auf. Warte. Oh. Was war das? So, jetzt kannst du das Ding einwamsen hier. Warte, ich komm ein bisschen zurück. Alles klar, jetzt rein damit. Schön rein gerade reinstecken. Ja, stecken rein. Na, schön langsam aber am Anfang, gell? Ja. Du langsam nein. Oh ja, ja, ja. Oh, naja, ich weiß nicht. Aha. Vielleicht ist er jetzt drin, vielleicht ist er nicht so richtig drin. Ich weiß noch nicht. Also ich weiß nicht, was ihr da macht, aber ich will damit nichts zu tun haben. Wie, was heißt, du willst damit nichts zu tun? Oh, jetzt geht's los. Mit einer Stecke rausziehen und was weiß ich. Na, das muss doch hier nein, hier, das Bäumchen. Sag mal. Wir müssen doch da, guck doch mal an, das Krüppelholz hier, das kann doch jeder verwenden. Yes. Ne? Oh, herrlich. Das können wir auf jeden Fall nicht ins Sägewerk tun, das kannst du abhaken, ja. Nicht fällen, achso, doch fällen. Aha. Oder lassen immer erst ankrapschen. Günther, so, ja. Bevor ja, du absägst. Krapschen. Ja, ich dachte, weil er so klein ist, kann ich den mal eben selber machen. Vorsicht, hinter dir steht ein, ich lass den einfach hier stehen und lass den laufen. So, pass auf, weiter geht das. Schnäpperle, was machst du überhaupt Schönes? Jetzt hab ich's gut. Ah, hast dein Dings gesucht, ja, dein, mein Mobile, Segway. Segway. Stimmt. Segway. Segway. Wieso hieß das eigentlich? Was machst denn du? Bisschen umpflanzen oder was? Den schenke ich dir. Ach, schön, danke. Ich suche eigentlich hast den noch Häcksler. Eine Vase? Wir hatten doch so einen kleinen Häcksler, oder? Was haben wir? Ja, der steht vor dir. So ein kleiner Häcksler. War der nicht vorher grün? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so ein grünen, nee, den haben wir wieder weg, weil der ging nicht. Der ging nicht gut. Ich weiß auch nicht, wer den Baum gehabt stehen lassen. Warte mal, den müssen wir mal. Naja, wohl. Ne, komm, lass mal lieber. Die Straße ist breit satt. Wir wollen ja nicht mehr wegmachen, wie nötig. Muss der hier auch noch weg? Nee. Die Straße ist links. Ihr driftet ein bisschen zu weit rechts ab hier. Guck doch mal, wo der Weg ist. Möchtest du hier machen, vielleicht? Reto, hau mal rein das Ding hier, dass ich mal hier rückwärts ran kann. Ich mache ja gleich ein paar Jahre frei. Warte. So, Günther mit seinem Rollstuhl durchkommt. So. AK-Shopper. Genau, was hast du eigentlich heute Leckeres zum Mittag uns gemacht, ey? Ich? Gar nichts. Wie, gar nicht? Also ein Schuss ich was heißt ja gar nichts? Wir schicken gleich den Brunswelt zur Pommesbude und er holt gleich Pommes-Schranke. Was? Pommes-Schranke. Was ist denn das schon wieder? Ja, Pommes-Schranke halt. Ja, was ist denn Pommes-Schranke? Ja, Mayo-Ketchup.
Achso, rot-weiß ist ja. Komm, ich schreie. Wo sagt man? So wird das nix. Wo sagt man das? Im Ruhrpott, da. Bist du im Ruhrpott oder was? Nee, hab ich da mal aufgefasst. Was laberst du da so Scheiß? Ich hab gestern Harz aber herzlich geguckt. Da haben die dort gesagt. Achso? Hatten die dir nicht, die hatten dir doch mal eine Rolle angeboten, oder Kinder? War da nicht mal was? Wo das mit dem Forstimperium nicht so lief? Warte, wegen reinstecken hier, wegen Dings, wir können das auch ein bisschen hier oben mit abfummeln. Ja. Ist kein Problem, kannst du den Günther vielleicht mal zur Abwechslung drum kümmern. Ja, mach ich doch, sehr gerne. Du brauchst ja nicht nur das Blech vom Dach zusammen dran, dann kannst du auch mal was in die Hand nehmen, oder? Ja. Naja, vorher nur. Ich mach das hier. Nicht sägen, einfach nehmen und rein. Naja, gut. Nee, geht nicht. Nee, mach wie du denkst. Ja, mach wie du denkst. Ist kein Problem. Ja. So, pass auf, Redo. Ja. Der Weg, warte mal. Wo ist der Weg? Der Weg ist hier drüben. Hier müssen wir einer lang weiter. Ja. Hier durch den Busch durch. Guck mal, hier den kleinen, warte, den kannst du mit der Hand nehmen. Oder fahr doch da mit der Fräse den Baum durch. Nicht, wieso darfst du den Baum nicht fällen? Achso, warte mal, ich kann das mit der Fräse. Dann fahr mal ein Stück wieder zurück, dann fräse ich hier erstmal ein bisschen was platt. Ah! Ah, Günni, wirklich wunderbar, dir zuzuschauen, so, ein Traum. Sekündchen. Das sag ich dir. Das haben schon einige gesagt. Grasdackel hat euch eigentlich zum Straßenbauer erklärt. Ich weiß auch nicht, was der auch schon wieder will. Was ist denn hier? Straßenbauer, Junge, sehen wir aus wie ein Straßenbauer? Ja, steht hier Strabak auf dem T-Shirt. Was macht ihr da, eine Straßenbauer oder was? Wir bauen einen Zugangsweg. Ein Zugangsweg? Na klar. Wer hat euch zum Zugangswegbauer erklärt? Na, der Zugangswegbeauftragte. Das ist ein Grasdackel, oder? Hat er euch schon mal beim Schaffer angeguckt? Was soll das heißen? Ihr kann nämlich nicht. Na ey, pass mal auf, ich will nichts sagen, gell? Schnäpperle. Also solange wie du mich versteckt hast, wenn du nichts sagen willst, dann sag auch nichts. Gut. Ja, das sagst du zu meinen Kindern auch immer, das stimmt. Ey Manni? Ja, was denn? Dein Bruder war im Fernsehen. Mein Bruder? Ja. Ehrlich? Der wurde aber dann im Zug vermöbelt. Da fällt dir nichts mehr rein. Da fällt mir gar nichts zu ein gerade. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich passen. Den würde ich auch mal als Insider stehen lassen. Der ist einfach unter der Gürtellinie, Günther. Der ist einfach unter der Gürtellinie. Sag mal, musst du doch nicht. Hier weg? Ey, Günther, wusstest du, dass es da ein Spiel gibt? Ja, ich habe das gesehen bei so einem Spinner mit Muskeln. Bei wem? Bei so einem Spinner mit Muskeln. Sag mal, wieso kann ich ihn hier nicht? Warte mal ganz kurz. Warte. Ich habe eine Idee. Das wurde mir soll ich dir mal was sagen? Das wurde mir nachts um 12 Uhr vorgeschleicht. Denk mir, hä? Da hat einer drunter geschrieben, Kommentar. Ja. Da hat einer drunter geschrieben. Also, wie ich auf die Idee kommen würde, so eben noch eine Bühne zu geben und so weiter. Gell? Und hat da richtig so von. Und hat gesagt, hier mit Daumen nach unten und alles und so. Und da habe ich gesagt, da habe ich einfach zurückgeschrieben, Anzeige ist raus. Das lässt mir nicht gefallen. Hab ich einfach geschrieben, Anzeige ist raus. Ja, das darfst du ja nicht gefallen. Also, nee. Da musst du durchgreifen. Sag mal, ich lass doch nicht so mit. Oh, das ist aber ein schönes Bäumchen. Warte mal, den brauchen wir fürs Sägewerk. Alter. Ja, den nicht hexen. Ja, Günni, jetzt. Günni in seinem Element. Jetzt noch einen schönen Untersetzer am Schluss für dich. Ja, der ist ja vielleicht ein bisschen groß. Ich würde ja den ganzen Suppenteller draus machen. So, warte, Günther. Und das hier, was ist das? Was willst du, ein bisschen Sperr draus machen oder was? Oder ist das auch für Sägewerk oder wie muss man das verstehen? Das wird ein Pfosten. Ja, kannst du ja neben dich stellen. Naja gut, wie lange müssen wir hier machen? Warte. Hier den Kollege, schneid ihn mal auf Länge. Redo, da kannst du hier ein bisschen beiseite machen, wenn du willst. Warte, kann selber schneiden. Wer kann selber schneiden? Ich kann selber schneiden. Ja, aber so, der kannst du auch noch mit anfassen. So. Hey, Günni, wenn du hier, Günni, einen Untersetzer machst, so ist gut. Der ist so groß, du kannst deine Mutter draufstellen. Das sagt doch nicht immer wegen seiner Mutter, ey. Das ist doch voll gemein, Redo. Die ist nur so dick, weil sie eine Düsenkrankheit hat. Düsen ist sie, du bist ein Düsenjäger, oder was? Die ist mal bei der Bundeswehr. Manni. Ja? Ja, komm mal hier. Wo? Ja, ich stehe neben deinem Traktor, Mann. Ja, wo denn? Andere Seite. Ich komme. Auch hier, grüß dich. Ja, moin. Moin, Jupp. Was geht ab, Mann? Ja, pass auf, ich hab da was. Was? Wie, du hast was?
Ja, ich hab da was. Ja, zeig mal her. Aber zeig das mal nur mir. Ich entscheide selber, ob ich den anderen zeig. Ja, ist das ein Geheimnis oder was? Naja, das ist. Was denn? Was ist denn das? Hey. Sag mal, rechst du mal zusammen da unten, du Penner. Macht's aber herzlich hier. Kannst du auch bewerben. So, was? Ey, für was ist hier, das? Für was ist das? Das ist doch hier vom Staat und so, ne? Weil du hast ja ist da hinten, deine Stromlegung, ne? Hier, oder was? Ja, ja. Oh, pass auf. Das hat bestimmt keiner mitgekriegt. Ich buch das aufs Privatkonto um. Okay? Ja, ich hab's dir ja auch so in der Hand gedrückt, ne? Das ja, ist geil. Das hier, ne? Ja, so. Auf jeden Fall, Jupp. Von der Deichstromlegung. Wunderbar. Nee, ja. Wunderbar. Aber sag mal, ich hab eine Frage. Ja, was denn? Wegen dem, wegen der Wegschaffung hier, da gibt's keine Kohle, oder? Wegen dem Wegbau. Naja, gut, wir müssen ja da hinten, der eigentliche Auftrag ist ja, glaube ich, die Butze da, oder nicht? Ja, aber wir müssen ja schon wieder dorthin kommen und da müssen wir erstmal den Weg hier noch verbreitern, dass wir mit der Gerätschaft hier hinkommen. Wir müssen da mit dem Kran und wir ja, pass auf, ich sprich da nochmal mit denen. Genau, weil ich sag mal, wir haben ja ein paar Investitionskosten hier. Wir haben hier dann weiße Kies, was wir aus dem Steinbruch hier rankorn lassen, dass wir hier einen ordentlichen Weg haben, wisst ihr, was ich meine? Ja, alles klar. Na gut, ich mach mal weiter. Ich muss aber noch ein bisschen. Ey, ich sag dir, das ist ein. Das, schon hier. Das ist ja, ne? Ey, na Jupp, also, das ist ein Gestrüpp, Alter. Das kannst du keinem erzählen, ey, jetzt mal ohne Witz. Ja, die haben das halt sehr lange vernachlässigt hier. Ja, der vernachlässigt ist gar kein Ausdruck. Ey, ich glaube, wir waren noch nie noch drin in dem Wald. Nicht, dass wir hier irgendeine eine fremde Spezies finden oder Gott, sowas, ey. Du, pass auf, das stäubt ein bisschen die Scheiße hier. Wenn du da irgendwo eine fremde Spezies findest oder so, ne, dann hau die einfach hier hinten rein. Wir können ja nicht auch so. Nein! Was? Wenn wir eine fremde Spezies finden, ist das unsere Eintrittskarte zur Area 51. Und dann können wir. 1, 2, 3. Jetzt kommt die. 69? 1, 2, 3. Und dann können wir uns die Aliens angucken. Muswell und so. Minzi, gibt's noch? Ja. Ah, ich weiß nicht, ob ich sowas sehen will, hä? Das war eine Verarschung. Das ist doch nicht echt, Alter. Meinst du, die in the. Ne, wie hieß der Film? Was für ein Film? Independence Day? Ja, Independence Day. Du weißt du überhaupt, was das heißt auf Deutsch, du Bonne? Eine ganze Filmfirma hat sich einfach so geirrt. Ey, was ist denn Independence Day, Kinder? Das ist mit Aliens. Nee, sag mal, Kinder, was ist denn Independence Day? Ja, dass Aliens kommen. Also Independence Day ist, jetzt kommt Aliens. Ja. Also wo sie damals ihre Independence-Erklärung unterschrieben haben, die USA haben die sozusagen bestätigt, alles klar, die Aliens können zu uns kommen. Ich rede von dem Film! Na, ich rede von der Independence, was das heißt? Ja, der Film heißt Independence. Independence Day. Ja. Ja, aber was heißt denn das, Günther? Das Alien kommt, das ist der geheime Code für die militärische Gesellschaft, dass Aliens da sind, damit wir normale Zivilisten das nicht mitbekommen und nicht in Panik geraten. Das erzählen die da in dem Film. Da muss ich dir nochmal gucken. Nee, da muss ich dir nochmal gucken. Da habe ich da irgendwas, hast du deine Uncut-Version oder so? Ja. Weil ich dachte immer, der Independence Day ist der Unabhängigkeitstag. Ja, aber in dem Film kommen da die Aliens. Ja, die kommen da, ja, aber die USA, die macht doch ihren Unabhängigkeit. Deswegen ist der Independence Day, weil die sich doch gegen die Aliens da verteidigen, weil die wollen die doch kaputt machen, alle. Gibt's auch einen zweiten, der ist schon gut? Weißt du, jetzt ergibt das Sinn. Ja, naja, wisst ihr wie? Also, zur Unabhängigkeit dann, halt. Dann werde ich mir den heute nochmal reinziehen. Guck dir den nochmal an, Günther. Vielleicht ist ein bisschen Unabhängigkeit dabei. Ich versuche mal mein Glück. Ja, ich versuche mich auch seit 9 Jahren unabhängig zu machen. Von dir. Aber nicht, ne? Nee, leider nicht, weil du verfolgst mich ja bis nach Frankreich sogar. Ich weiß auch nicht so richtig, wo ich noch hingehen soll, wenn ich ehrlich bin. Du musst das Chinesisch, positiv sehen. Chinesisch lernen ist zu schwer. Mandarin kriegen wir hin. Ja. So, der Mandarin, ja. Es wäre mal besser, wenn du ein paar Mandarin essen würdest. Offen? Ja. So, pass auf, wir dürfen hier nicht von dem Weg. Was? Ja, jetzt wird alles klar. Was wird klar? Das Ding schneidet hier auch. Ich dachte, das hält nur fest. Ja. Ach ja, es ist auch schon angekommen. Hey, Forstmitarbeiter des Jahres, gib dir meine Urkunde. Und ich dann, ihr verarscht mich mit dem Untersitz. Sag ich dir, was wollt ihr von mir? Ah, jetzt. Ah, ja. Junge, das kannst du keinem anbieten, ey. Das kannst du keinem mehr anbieten. Meine Fresse, ey. Halt die Klappe. Ja, halt die Klappe, genau. Peppler, ja, das machst du gut. So. Ey, wir kommen gut voran heute, Leute. Wir kommen richtig gut voran, ja. Geile Nummer. So, Baumfeld! Sehr schön. Guck mal, hier haben wir noch ein schönes Exemplar. Günther, kannst du einmal entersten, bitte? Würdest du einmal herkommen? Oh, ja.
So, jetzt ist auch mal gucken, der Weg geht hier. Schöne, strikt einer nur noch. So, den können wir hier auch noch absägen. Jawohl. Den Rest können wir häckseln. Sehr gut. Den kannst du entasten, genau. Und den können wir gleich mal auf Länge sägen. Den kann man rauszerren hier. Jo. So, warte mal. Länge machen wir hier. Einen Schnitt. So, Wunderbärchen. Nicht nochmal. Achso. Nee, nee, ich wollte nur gucken. So, hier noch einen Schnitt, Arino. Und dann passt das auch schon. Genau, perfekt. Ja, das zu dem ersten Junge. Och nee, ey, wenn du es selber machst. Genau, die können vor mit auf dem Holzlaster, gell? Da könnt ihr ja. Holt in dir. So. Und Schnepperle? Ja. Was machst du denn? Machst du, liest schon wieder das dritte Stückchen auf, hey, für den Ofen da jemand? Nein, nein. Pass auf, ja, pass auf, pass auf. Aua! Ja, komm ein bisschen weg hier. Vorsicht, du hast Holz im. Weiß ich nicht. Schnepperle? Jetzt. Ja. Noch ein bisschen Göni, noch ein bisschen. Noch ein bisschen! Stopp! So, ich hab den Redo noch nicht so viel arbeiten sehen, ey, was ist mit ihm los? Er will doch nur eine dicke Rechnung schreiben, der Hund. Ich hätte mal noch was, apropos Rechnen, ich helfe ja jetzt gerade auch mit. Was machst denn du? Ja, Mithelfe. Ne, was machst du denn aber? Ja, Mithelfe halt. Achso, Mithelfe, ja, ja, alles klar, also Mithelfe, also ein Mithelfer. Ich helfe ja mit. Hey, ja, Wie ist denn das mit dem Gehalt? Da haben wir ja eigentlich noch nicht drüber gesprochen jetzt. Ne, haben wir noch nicht, aber da müsste ich mal, warte mal ganz kurz. Ich bräuchte mal einen stellvertretenden CEO, ja. Ja, bin da. Gut da. Achso, nee, Baby ist gar nicht da, oder was? Nee, dann müssen wir warten, leider. Du bist wir haben leider niemand weiter da, der noch hier noch mitreden kann. Ich bin da. Ich kann auch entscheiden. Ja, wo bist du denn? Achso. Also, aktuell hätten wir für günstig, also pass auf, wir müssten den Baby mit 330.000 ausbezahlen. Du könntest dich jetzt für 500.000 könntest jetzt 33% der Anteile kaufen. Warte mal, das muss ich geschwind durchrechnen. Naja, du bezahlst ein bisschen mehr, aber das ist ja logisch. Das ist ja logisch, weil du hast ja dann 33%. Das heißt, du hast ja kontinuierlich auch Gewinnausschüttung, ne? Aber wir müssen ja Beppi ausbezahlen, die 330, und wollen ja auch ein bisschen was in die Firmenkasse reinbringen. Also eigentlich kannst du die 170 um mir überweisen, wenn du willst. Also ich würde die dann auf jeden Fall gut anlegen. Gut verzinst, Dividendenaktien, wisst ihr? Aber jetzt warte mal geschwind. Hm? Na, was denn? Ich will ja Geld. Oh, du willst Herr Mann. Und jetzt zahle ich Geld. Um Geld zu kriegen. Um Geld? Wann, wo ist dann mein Geld? Ja, das Geld ist dann in der Firma, dir gehört ein Drittel der Firma. Und alles, was die Firma einnimmt, kriegst du ein Drittel. Also ist quasi eine Reinvestition. Also Geld macht Geld. Ist doch geil, oder? Aber erst am Ende des Jahres. Günther. Dass er jeden Monat ankommt. Ja, das geht ja nur für dich. Es gibt natürlich ein Gesellschaftergehalt, ne? Ist klar. Und ein Drittel kostet 500.000. Haben wir wieder vom Fernseher Trödelkopf geguckt? Ein Drittel oder woher kommt das Wissen hier, ey, Spinner? Ja, genau, weil ich vielleicht nicht nachmittag vom Fernseher sitze und Trödelkopf guck. Hart's aber herzlich. Das ist ja der Anteil von der gesamten Firma. Schnepperle, über was unterhalten wir uns überhaupt? Du hast doch keine 500.000. Woher willst du das jetzt wissen, was warte mal, auf meinem Sparkonto du bist Schwabe, du hast bestimmt 2,5 Millionen liegen. Ja, noch von der Jugend war ja noch. Verzinst bis jetzt. Das Geld ist auf jeden Fall gut aufgehoben, da hast du recht. Ja, nee, da hast du recht. Das wäre bei uns aber auch gut aufgehoben. Nee, pass auf, wir müssen erstmal mit Baby reden. Mir wär's ja recht, wenn der einfach aus der Firma rausgeht. Mir wär's auch recht, wenn der Günther rausgeht. Wir können das auch zu zweit machen. Was hast du da gerade gesagt? Ich hab gar nichts gesagt. Voll. Jetzt kriegst du. Ich hab gar nichts gesagt, Günther. Der blöde Gras, das ist immer mein Schuh. Ey! Der blöde Gras ist immer in dein Schuh. Das blöde Gras. Der blöde Gras ist immer in die Schuhe. Deutsch gelernt beim Meister Joda. Ja. Ja, tut mir leid, Entschuldigung. So. So, na gut, dann werde ich mal das Baumfällen gehen. Ja, komm, ich gehe mal mit dem, mit das Backen fahren. Nee, vorher müssen wir die Ast abschneiden. Warte, ich will ja ganz kurz mit der Fräse. Ach nee, das wäre auch sogar richtig. Sind wir jetzt hier durch? Ja. Kann ich die Bäume wegbringen? Welche Bäume? Die Stämme? Ja, wir sind hier durch. Na klar, Günther. Na klar sind wir durch. Siehst du, die Straße ist fertig, ist alles erledigt. Stehen noch keine Bäume mehr hier am Weg. Wir sind doch da, das ist doch schon der See, wir sehen doch. Wir können doch ja, na klar. Da bist du mal den Weg hintergelaufen? Ja. Ja? Guck mal. Ja, guck mal. Günther, lauf mal den Weg hinter und guckst mal. Zack, da siehst du hier. Alles voller Schlamm. Kannst ein paar Frische sammeln, wenn du nur willst. Richtig. Und weil alles Frische. voll.
So, weil alles voll Schlamm ist, guck mal, Günther, die Straße. Ja. Komm mal her, Löffel, komm mal her. Hm? Komm mal her, wie früher im Kindergarten. Komm, anfassen. Zweiergruppe. Hier. Oder? So, wie wenn der Kindergarten durchs Dorf läuft. Hier, guck mal, die Straße geht hier hinter. Ja, ja. So, und dann geht das hier hinter und immer weiter und immer weiter. Hier sind übrigens markierte Bäume, die wir fällen können, noch für Dings. Und dann geht die hier rum. So, jetzt gucke, jetzt pass auf, Günther. Jetzt geht die hier rum und dann siehst du, hier unten ist schon so ein bisschen vorbereitet hinter zum Haus. Und da, das müssen wir, bis hier hin müssen wir, klein Günther. Aber guck mal, aber wenn wir einfach hier so schräg geht, so schneller und einfacher. Na klar geht das schneller und einfacher, Günther. Das ist aber nicht die Straße. Ja, aber wir müssen ja auch aber an die Klein Günther, denken. Ich hab's dir doch jetzt erklärt. Hm? Ah, okay, ich mein ja Günther. Nur. So, und jetzt legst du dich hin und machst deinen Mittag, Bubu. Gell, Klein Günther? Hast du eigentlich mal wieder ein großes Geschäft gemacht, Günther? Du warst ja, seit drei schon. Tagen nicht. Achso, gibst du mir noch eben eine Fläschchen? Ja. Ist ja. Immer, ja. Und dein Nutscher. Ich setz mich schon mal rein und warte. Dein Nutscher liegt noch im Dings, ne? Und du musst mich in den Schlafen. Ja, die Zeiten sind aber eigentlich vorbei, Günther, das weißt du. Ja, komm, einmal genau. So, warte, ich schau hier das ganze Gelumpe weg. Warte, komm, das mach ich aber tun noch. Naja, wir müssen hier auch was machen, ey. Das Zeug muss ja, weg. Also die einzige, die gearbeitet haben, bin ich und die Berufsband. Nee, klar, ich mache gar nichts hier. Der ganze Weg, so wie er hier gerade aussieht, das ist alles aus dem Nichts entstanden, Günther. Alles aus dem Nichts. Einfach so sag war mal, das da. Sag mal, wer sitzt hier drin? Wer ist der im blauen Traktor? Ich, warum? Doch. Pass auf. Ja, warte, ich würde dir ganz... Ich nehme ja alles hin. Alles, wirklich. Naja, eigentlich die wenigsten Sachen. Weil irgendwo auch ein bisschen Fünkchen Wahrheit dran ist. Ja. Aber, ja. Wenn du mir eine Sache in diesem blöden Forstimperium wegnimmst, was mir Spaß macht, werd ich richtig kantig. Ja. Ich mach die Baumstümpfe weg. Ja. Ey, hör doch auf zu fahren, Junge. So, warte mal, mach mal das Ding aus, fahr das mal beiseite kurz. Nee, warte, mach mal hier, mach mal die Büsche hier weg, hier rechts, links neben dir. Die okay. Büsche und den kleinen Baum, dass der Redo an den richtigen großen Öschi hier kommt. Den müssen wir eh mal in den Häcksler vorne hauen. Das Martin, kommen wir nicht rum. Die Arbeit, das finde ich schön. Mit solchen Leuten arbeite ich gerne zusammen. Ja, wenn du den hochmachst erstmal und von oben anfängst, Günther, dann, ja genau. Ja, genau. Ja, so ist gut. Na, wichtig ist, die Achse vorne muss ich ausheben. Da muss noch Luft sein vorne. Das machst du schon ganz gut, Günther. Ja. Hast du viel gelernt in den 9 Jahren. So, jetzt hier noch. Ja, hier, der kleine hier. Bitte, ja, und nochmal runter machen und rüberfahren, gell? Und das Olivenbäumchen hier machst du bitte auch noch. Warte, den schneide ich einmal weg. So, hier, das kannst du einmal weghäckseln. Und Redo, kommst du nicht den ich abgeschnitten habe hier. Den hier. Warte. Redo, kommst du einmal her, ja, an das Olivenbäumchen, ne? Das können wir auch gleich in den Häcksler mit reinhauen. Olive. Zuerst den großen hier. Ich würde erstmal um den großen rum Platz machen, wisst ihr, wie ich meine? Ah ja, geht ja. Na, wie du willst. Geh doch mal weg mit dem Ding, Junge. Du sollst den Olivenbaum Ruhe lassen. So, Günther. Und jetzt, wenn du ein bisschen auf Zack wärst, würdest du erkennen, dass hier liegt noch was. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ja, bleib mal ruhig. Wenn du jetzt auf Zack wärst, würdest du erkennen. Oh, warte. Dass wir jetzt den Häcksler brauchen. Das heißt, das Ding erstmal beiseite, brauchen wir gerade nicht. Und dann den Häcksler. Schneidest du es selber oder wie machst du es? Ja, warte. Ich weiß, ui, schönes Ding. Geile Nummer. Kriegst du den raus, ja? Häcksler zurückfahren, Günther? Günther? Ja. Günther? Ja. Günther, Häcksler? Ja. Günther? Ein bisschen näher zu mir wäre noch schön. Wollt ihr hier überhaupt? Ihr seid alle so faul, ich hab mal 10 Meter zu fahren oder so. Job. Nicht in mich, nur zu mir, wäre schön. Ja, wie soll ich denn in dich kommen, wenn du im Traktor sitzt, Bagger sitzt? Warte mal, hier ist doch noch irgendwas gespielt. Warte, stopp, bleib kurz stehen. Ja, das ist doch noch nicht ganz. Oha. Jetzt ist es weg. Das ist jetzt, warte. Wo ist das jetzt hingefallen? Hast du es? Was hängt denn hier für Gestrüpp an dem Ding noch raus? Sag mal. Der ist schon unten untergefallen. Ach so. So, pass auf, jetzt hier, Redo. Kriegst du das Ding gebackt hier mit deinem Ohr? Ey, bleib hier mit dem Ding, das musst du den Häcksler. Günther. Ja, ja, ich will aber trotzdem, dass du da ein bisschen Platz hast. Nein, geh ein bisschen mit zur Seite hier, Schnipperle. Wenn das Ding umfällt außer Kontrolle, ey, ganz üble Nummer. Ganz ja. Üble Nummer. Redo kann das doch im Gegensatz zu euch. Naja, ist klar. Nicht zu euch, nicht im Plural.
Guck mal, die Segel kommt durch. Das Ding ist so dick, ey. Soll ich mal Segen reden? Oh, jetzt. Was hab ich gesagt? Die ganze wilde Nummer. Ja, ich sag mal, der Bock ist jetzt auch. Der ist rausgerutscht. Schmal dafür, bisschen schmal. Soll ich dir ein bisschen die dicken abschneiden, die ganz dicken? Ja, mach mal was. Dass ich, ey Junge, ich tatschle aus der Koche und dann mach ich mal was. Und zwar hab ich schon mal hier kurze Eckzähne wieder gerade. Sag mal, du willst was verschnappen, das dringend in den nächsten Jahren. Ja. So, was redet, du musst mit mir reden. Ja, warte mal, versuch mal, vielleicht krieg ich ihn doch rein. Wäre noch besser. Naja, weil ich. Oh, das ist eine der ist, ich weiß nicht. Hä, Redo? Nee. Ah, der klemmt irgendwo. Der ist ein bisschen schwer. Warte mal, schneid mal hier die dicken Kravenzmänner ab hier. So, hier der erste. Warte. Da hat er ein bisschen Überhang, wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Oh, Junge, ist das Worte. Ja, das hat schon mal. Überhang, so wie der Günni, wo im Lastwagen sitzt, hat der Lastwagen auch ein bisschen Überhang. Das oder? Hat schon mal richtig. Das hat schon mal richtig geklappt, nämlich gar nicht. Ach doch, ist ab. So, warte, den schneidest du ab hier. So, ja. Wie ich sieht's aus, Redo? Jetzt müsste es klappen, hä? Kriegst du ihn hoch jetzt, hä? Nee, warte, dann machen wir noch ihn ab. Das. Doch. Geht schon. Ja, geht schon, sehen wir gerade. Mach doch mal den Arm ein bisschen ran zu dir, Junge. Dass dir nicht auf maximalen Hebel geht. Redo. Nee, ja. Ja, das ging doch mehr zu den gut. Hast du auf jeden Fall schön jetzt hinterm Häcksler abgehen. Ja. Redo, was ist denn los mit dir? Er ist näher jetzt, das war mein Ziel eigentlich. Ja, ich verstehe. So, pass auf, ich schneide das mal ab hier, dann hau erst mal den dicken ja, Stamm genau, rein. Ja, genau, fahr erst mal schön den Buggy rein, das ist wirklich ganz großes Kino von dir. Ja. Ist ja, wenn man euch mal beobachtet, fahr mal bitte, ne, vor, Günther. Die ganze Scheiße, die ihr wollt ihr verzaubern im Feenstaub? Baut irgendein anderer Scheiß, ist immer Scheiße, Alter. Ihr seid solche Klopkapi, ihr seid so richtige Bauarbeiter, Alter, ey, ohne Witz. Das lässt du ja von Dönland da, sag mal. Ja, das ist ja unfassbar. Das lässt du, wie sprichst du? Sag mal, was reden, wie sprichst du? Dann entschuldigst du dich jetzt. Entschuldigst du dich. Ey, das Ding ist verstopft. Ich weiß auch genau, wer das Ding sauber macht heute. Günther. Du machst den heute sauber, aber sowas von. Ich seh dich da mit der Zahnbürste drin. Ja. Arschloch. Was? Nix. So, Redo, kriegst du den dicken Stamm allein gefreckt? Ja, ja, geht schon. Das wär geil. Da geh ich fest, ey. Oh, der rutscht immer wieder raus, hä? Da ist hinten hängt er noch irgendwo. Nee, kannst. Warte, ja. Na, warte doch, jetzt. Jetzt müsste es sein. Oh, schöner Kram. Uiuiui, ein Oschi, leck mich am Arsch, ey. Und jetzt schön den einen da. Oh ja, das war eine Hackschnitzel vom Allerfeinsten. Will mal jemand drauf, mach mal das Stück da weg. Was? Ich beweg deinen fetten Arsch aus der Korre. Ich hab grad die Sitzheizung an. Ja, macht impotent. Na gut, so besser bei dir. Dass du die von dass mir du dich nicht fortpflanzt. Stell dir mal vor, der würde sich fortpflanzen, Leute. Ich bin vom Mann hier, ein kleines Kind. Ja, wie? War voll süß, wäre das. Jetzt würde mit Schnauze auf die Welt kommen, mein Freund. Das glaub ich ja. Magnum-mäßig wäre der unterwegs. Der würde nicht so, der würde wie so ein Ferrari Testarossa würde da unten rausgeschossen kommen. Hm? Mit einem Schnauzer und blonden Fuguila. Der kommt direkt mit Arbeitskleidung raus. Und das war schlimm, in seinem Leben zu arbeiten, ne, Günther? Du was bist freilich. Für dich reicht freilich eine Jogginghose. Ja, reicht ja. Oh, jetzt geht's mal wieder ein bisschen voran hier. Jetzt hat er geschluckt. Oh, jetzt hat er es geschluckt. Jetzt, Redo, jetzt hat er es geschluckt. So. Immer schön in ein Jahr um alles. Genau, richtig schön rein in das Ding. Wie viel Prozent sind schon drin, Digga? Aussteigen tust du ja nicht nochmal heute. 4%. Ne, wie viel Liter? 48.222 Liter. Okay, wunderbar. So, ich glaube, es dauert ein Stück, bis er das ja checkt, dass da was drin liegt. So eine Sache. Redo, kriegst du das hin? Geht das raus? Oh, das sieht gut aus hier, ey, mit dem Weg. Richtig gut. Hier liegen auch noch ein paar. Kannst du auch noch alle reinsteckern. Und dann haben wir den dicken Oschi hier beseitigt. Boah, geil. Jawohl, Redo. Jawohl, gib's dem.
So, und du, Hässlern, kommst jetzt mal aus der Koch raus. Mensch, wo sind wir Candy Crush hier? Ich sag, haben wir noch ein paar? Oh, warte mal, na, hier geht eigentlich noch was drauf. Der ist eigentlich noch nicht so ja, gut. Ja, was ist denn, Manni? Ja, da geht noch was drauf. Der Baumstamm kann noch weggefräst werden hier. Hier liegt ja auch noch einer, oder? Bin ich doof. Hier, ja, was liegt der daneben? Der Baumstamm kann weggefräst werden, ja. Ich glaube, das ist ja zur Abwechslung an Günther seine Aufgabe. Ja. Der wollte ja fräsen. Ja. So. Mach ich jetzt aber. Gut. Dann kannst du hier die Büsche auch noch gleich wegfräsen. Oh, das sei. Guck doch mal den Baumstamm an, Junge. Das Schöne zum Holzhacken ist der. Schöne zum Holzhacken. Das ist alles drinne jetzt da oben, ja, hä? Ja, ziemlich alles weg jetzt. Geil. Frisch, geil. Was denn? Was wollen wir Mittag machen? Ach, gib mir nicht auf den Sack ständig, Mann. Ich fräse das Ding noch weg. Vor die Fräse ran jetzt hier. Aber ganz zackig, Junge. Die Büsche kommen wieder weg. Du kannst die Beine Was sagst du? Rückwärts fräst man. Die Gehirne. Ja, weiß ich, du Affen. Ja, vorne ist der Eich, hast du schon festgefahren. Oh. Ach, so willst du jetzt kommen? Ja, so komm ich jetzt. Was hat er jetzt gesagt? Ich hab's akustisch verstanden. Du Ampel. Du, was? Du bist immer auf Rot. Da läuft nix. Geh weg jetzt. Also, wenn man jetzt jemand beleidigt mit du Ampel, ist das immer auf Rot. Ja, was hieß das, wenn man immer auf Rot ist? Dass da nichts läuft. Was muss denn hier weg, welcher Busch? Sag mal ihm. Ja, hier ist der Weg, Junge. Mach doch deine Klötze. Ja, kriegst du doch, doch deine Fette auch nicht. Kriegst du doch deine Fette auch nicht gesehen, oder was? Hä? Du Hässlein. Au, au, wa? So, jetzt du frisst nie wieder. Jetzt sitze ich ja drin. Nein. Das kannst du vergessen. Nein. Verpiss dich. Warte. Nein. Warum denn immer gleich so aggressiv? Was? Du bist gerade ausgestiegen und hast mir auf die Backe geklatscht. Nein, ich hab dir auf den Arsch gehauen. Nee, du hast mir auf die Wange gehauen. Ja gut, dann auf die Wange, aber... Aber du hast auch gemeine Dinge zu mir gesagt. Ja. Ja. Die sag ich auch immer wieder. Dazu stehe ich. Sick die scheiß Olive im Jahr. In einem Jahr. Ja, die Olive, ja. Bin ich hier bitte einmal in Dorsten. Geil. Oh, das Ding macht richtig Meter, ey. Das ist echt nicht schlecht hier. So, jetzt darfst du. Das liegt ja schön. Das ist aber lieb von dir. Kannst du mal ein bisschen reinschieben, Schäferle? Da will wir mal abhauen hier. Dieser kleine... So, König, jetzt lege ich den schön drauf. Und so. Wenn er drauf liegt, schön rein hier das Gemüse. Ja. Warte. Oh, was machst du von mit dem Tanz mit dem Ding? Das sieht auf jeden Fall sehr wieder aus, Schneeballe! Hast aber mal schön Danko gemacht hier. Oh, jetzt, ich hab'n. Die Drecksäule. Oh. So. Hast du nicht? Warte, da hängt noch was. Da hängt noch ein Strip. Ja? So, Günther, aber ich würde sagen, wir machen wirklich Mittag, hä? Ja. Hast du was gekocht? Ja. Was denn? Pommes Schranke. Genau. Na gut, dann geht's jetzt immer Pommes Schranke hier. Gut. In diesem Sinne, meine Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sind erstmal durch, ey. Wir werden ein bisschen Weg hier bauen und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wir kämpfen uns langsam zu unserer nächsten Baustelle vor, ey. Ich glaube, das wird ganz gut, das Häuschen da hinten bauen. So langsam geht's voran. Gut, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Ab in die Rinne. Nehmen wir noch den Stamm noch eben auf. Tschüss. Tschüss.